Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker One Level Per Day. Power Guido, Mensch, du möchtest doch wieder richtig viel Spaß haben mit mir, kann das sein? Muss gerade mal mein Handy checken, denn ich habe jetzt gerade hier was bekommen. Hä? What? Wisst ihr, das ist auch immer cool. Man bekommt immer Nachrichten und dann... Was? Okay, wow. Ja, okay. Mhm. Super Brother Race 5 Metroid. Also wir haben jetzt hier Metroid Song und ja, ich will sterben. Er macht immer so Perfect Jumps. Wäre es nicht schon mal? Ich glaube, wir hatten schon mal sowas ähnliches, ne? Das kann der doch knicken! Und wie soll ich dann verdammt nochmal durch diese Tür kommen? Ach, ich komme dann durch die Tür da raus, bin groß und kann dann... Am Arsch die Räuber. Oh Mann. What? Oh Mann. Ich bin sowas von am Arsch. Wie soll ich denn da springen? Der hat doch irgendwas zu sich genommen. Are you taking drugs or something else? Oh shit. Mama. Okay. Für Hardcore-Leute wie mich. Ist das nicht gedacht? Wow. Verdammt. Wie meint das jetzt am besten? Darf nicht zu schnell sein. Ich muss schneller sein, muss dieses Ding da erwischen, ne? Okay. Ich bin sowas von konzentriert. Konzentrierter geht es gar nicht mehr. Und ich bin sowas von am Laufen. Laufen, da geht's nicht mehr. Okay. Wow. Was hat der denn vor mit mir? Verkackt.
Oh Gott. Ich hab's voll verhauen. Was will der von mir? Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch nicht mehr menschlich, oder? Das ist nur die eine Oberwelt. Er hat noch eine zweite. Alter, einmal versprungen und man ist komplett im Hintern? So, jetzt muss ich mich aber echt mal hier beeilen. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen, ey. Jetzt lass ich mal die da... Oh, verdammt. Die da raus. Oh, nee. Facepalms. Erst nach oben dann, ne? So. Lauf mal weiter. Und lass mir einfach... Einfach Kettensägen-Massaker. Einfach Kettensägen-Massaker. Was anderes geht gar nicht. So. Ich frage jetzt nicht, warum der so kurz gesprungen ist. Nein, frage ich nicht. Irgendwie, die Kamera mal versucht zu fokussieren. Oh, Guido! Fand ich gut. Ich habe ihn gestoppt und alle sind glücklich, gehen nach Hause und ach ne. Es ist Sommer, es ist heiß und ich sitze hier und... Ah! Calm down. So, okay, oh, verdammt. Was zur Hölle, wie schnell soll ich denn da noch sein? Geht's noch? So ein Ding, noch eine Möglichkeit. Ja, danke. Danke, danke, danke. Power Guido, danke. Ich mache mit euch eine Wette und ich muss bis zum Schluss verdammt nochmal groß bleiben. Gib mich auf. So schnell. So, so, so. Warum springt der so kurz? Warum springt... Ich schmeiß gleich das Gamepad in die Ecke. Ich schmeiß gleich das Gamepad in die Ecke. Ich meine, der Schrott ist es eh schon, also... Nein, 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 nein! Mann!
Ah! So. You can do it, you can do it, you can do it, do it, do it! Do it, go. Wisst ihr, wann der Punkt kommt, wann man so ein Level beenden sollte? Wenn es am schönsten war. Aber ich hatte noch keinen schönen Augenblick. Ich sagte, ich muss bis zum Schluss groß bleiben. Muss verdammt nochmal bis zum Schluss groß bleiben. Okay, last try. Letzter Versuch. Ach, leck mich doch. Kommen wir zur Bewertung. Komm. Wir kommen zur Bewertung. Komm. Nee. Ich bin kurz davor, mein Gamepad irgendwo an die Ecke zu klatschen. Bin kurz davor. Ah! 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 So. Hat mir das Level gefallen? Ich könnte ja jetzt mal meine Zuschauer fragen. Hat mir das Level gefallen? Ihnen hat's gefallen. Ich wurde gequält. Aber mir hat's nicht gefallen. Hat es einen Wiederspielwert? Wer auf sadomasochistische Sachen steht und gerne immer wieder kurz davor ist, hier durchzudrehen, kann natürlich sagen, Alter, ja, wieder Spielwert. Ja, darum, also hat es, aber ich kann jetzt nicht. Optik und Design und Kreativität, die sind definitiv gegeben. Definitiv ist es vorhanden, die Kreativität durch die Musik, das Design durch den ganzen Zusammenbau und die Optik einfach alleine, wie er es gemacht hat. Ja, aber es ist unfair. Punkt. Und das ist einer der wichtigsten Punkte hier. Und deswegen nein. Und die Zuschauer können jetzt abstimmen, gibt es dafür einen Stern oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Stern oder nicht Stern? Das ist hier die Frage. Sucht es euch aus und saget dazu, was ihr denkt. So, gut. Wenn ich das richtig sehe, ob du es glaubst oder nicht, lieber Power Guido, ja, Dear Power Guido, my follower are saying this level have to get a star. And I think if they say you get a star, also wenn ihr sagt, dass er einen Stern bekommen soll, dann bekommt er auch einen. Ja, deswegen, hier ist sein Stern. Und ja, liebe Leute, ich möchte nochmal daran erinnern, ab sofort meine Livestreams nur noch auf twitch.tv/todorb. Dort könnt ihr natürlich auch dann live dabei sein, wenn ich eure Level aufnehme. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Todorb rein. Tschüss.